And the Oscar goes to... Journey of Hope. And accepting the award, the film's director, Xavier Koller. Der Schweizer Regisseur Xavier Koller erhält 1991 einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Und nachher ist mir irgendwie der Kopf stillgestanden für einen Moment. Und da konnte ich es eigentlich nicht können glauben, als ich unseren Filmtitel gehört habe. Das ist extrem, das ist super. Reise der Hoffnung erzählt die wahre Geschichte einer armen türkischen Familie, die ihr Glück in der Schweiz versuchen will. Hacı baba, sen bunlarla nasıl aşacaksın? Niye çok mu çelimsiz görünüyor? İyi, hadi. Bismillah. Geç, hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Geç bakalım. Geç öbür tarafa. Geç abi. Hadi. Hadi. Hadi abiciğim. Hadi, tamam. Schlepper bringen die Familie bis zum Splügenpass. Hier nimmt das Drama seinen Lauf. Ich bin auf jeden Fall wie viele andere natürlich tief beeindruckt und tief bewegt von dieser Geschichte, vor allem von diesen Kindern, die hier mitgespielt haben. Und habe mich sehr gefreut für alle Macher und für den Xavier Koller natürlich, dass der Film den Oscar bekommen hat. Das hat mich wahnsinnig berührt, die Geschichte, und traurig gemacht. Also, als er später im Fernsehen kam, ist, habe ich ihn wie aus der Erinnerung, dass mich das so irgendwie mitgenommen hat, habe ich ihn nie mehr geschaut. Aber vielleicht wäre es Zeit. Und man muss ja sagen, irgendwie ist er leider ja immer noch brutal aktuell. Şöyle, şöyle. Şuradan. Adamı ne dedi, duymadın mı? Adam, adam anlamam ben. Allah'tan başka kimseyi de tanımam. İstediğim yoldan giderim ben. Var mı benimle gelen? Diğerlerinde tehlikeye atabileceğiniz hiç aklın... Reise der Hoffnung bewegt. Vor 20 Jahren genauso wie heute. Anne-Marie Blanc, Ursula Andres, Ruedi Walter, Lukas Ammann, Inigo Gallo und Stefanie Glaser. Die Legenden des Schweizer Films vereint in Klasse Zusammenkunft. Ein mörderisch spannendes Spektakel. Zu. Du hast ja, meine Trage, also ich in der Mitte. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Geht raus. Der Jack, der ohne Hut. Jetzt wollt ihr anschleichen. Ganz hinten rum. Steh an der Feuer! Gottes Wille, Fried, vorne! Da läuft doch einer amok. Halt die Vorhang zu. Pass auf. Ja, das ist natürlich im wahrsten Sinn des Wortes Klassenzusammenkunft. Da hat man jetzt wirklich nochmal die ganze Corona von der Schweizer Filmszene und Theaterszene natürlich hat man da vereint in einem Film. Das war eine super Idee gewesen. Ja, das war auch eine Grundidee gewesen, dass man mal eine geballte Ladung Veteranen zusammen überkommt. Und die Story ist insofern auch noch interessant. Es kommt ja ein nach dem anderen dran, das habe ich super spannend gefunden, oder? Du weißt bis zum Schluss nicht, wer es ist, und ein nach dem anderen. Klassenzusammenkunft gelingt ein großer Coup. Ex-Bond-Girl Ursi Andres zeigt sich nicht nur in einem Schweizer Film, sondern mit 52 auch nochmals im Badeanzug. Kommt noch mal rein, Herr Engler. Nein, aber ich finde das grandios. Ich kenne zwei Filmszenen von der Ursi Andres. Und das ist sind eigentlich die gleichen Szenen, aber etwa 40 Jahre auseinander. Ja, also das Bikini hat sich geändert. Und sie hat keinen Dolch mehr an der Hüfte. Ursula,
natürlich ein bisschen im Backwand muss sein. Das kann nur sein, so gut. Dann müssen wir schnell meine Sachen holen. Also dann los. Klassenzusammenkunft ist mysteriös und düster. Keiner weiß, wer als nächstes dran glauben muss.